Wir brechen in Makarska auf und fahren in das ca. 100 Kilometer entfernte Mostar und in den Wallfahrtsort Medugorje. Alles einsteigen, es geht ins Hinterland von Kroatien und dann über die Grenze nach Bosnien-Herzegowina. Ab der Grenze sind es noch gut 50 Kilometer bis Mostar, doch die Strecke ist landschaftlich sehr schön und abwechslungsreich. Oh, wir sind in Mostar. Ein traumhaft schönes Städtchen, verwinkelt alt, wunderschön. Die Stadt wird durch den Fluss Neretva in zwei Teile geteilt, den östlichen und den westlichen Teil. Hier sind wir noch im Westen. Romantisch verwinkelte Gässchen führen entlang an historischen Mauern, kleinen Brücken und alten Moscheen. Zu unserer Linken befindet sich ein Hammam-Museum, das leider zurzeit geschlossen ist. An einem Türeingang entdecken wir die Schrift Tabana, das bedeutet Gerberei. Wir sind hier in der Straße der Gerber. Hier befindet sich auch die im 16. Jahrhundert erbaute Gerber-Moschee. Das Dach der Moschee ist mit Steinplatten gedeckt. Das ursprüngliche Minarett fiel dem Krieg zum Opfer. Und so wurde nach dem Krieg ein 20 Meter hohes, schlankes, neues Minarett erstellt. Ansonsten ist die Moschee sehr schlicht und einfach. An Souvenirjäger ist hier natürlich auch gedacht. Jetzt kommen wir zu dem berühmtesten Bauwerk der Stadt, Stari Most. Stari Most bedeutet alte Brücke und alt ist sie wirklich. Sie wurde im Jahr 1566 erbaut. Die Brücke überspannt den Fluss Neretva und verbindet somit den westlichen und den östlichen Teil der Stadt. Doch die Brücke verband auch Menschen und Kulturen, Kroaten und Serben, Muslime und Katholiken. 1993 wurde in dem zu trauriger Berühmtheit gelangten Bosnienkrieg die Brücke zerstört und mit ihr das friedliche Miteinander der Menschen. 10 Jahre später begann man mit dem Wiederaufbau der Brücke und man konnte sie 2010 endlich wieder eröffnen. Jetzt verbindet sie wieder die Ost- und Westseite, doch nicht nur das, auch die Menschen sind wieder friedlich vereinigt. Heute ist die Brücke wichtiger denn je. Ganz blau, wenn Sonne heraus ist. Richtig blau. Schön, Seit ungefähr 450 Jahren springen Menschen von der Brücke in den Fluss und da geht es 27 Meter runter. Ganz schön mutig. Das ist eine Moschee. Witzig. Thank you.
Sehenswert hier in Mostar ist auch die oberhalb des Flusses liegende Goski Mehmet Pascha Moschee. Der Sakralbau mit Kuppel wurde im klassischen osmanischen Stil errichtet. Bevor man die Moschee betreten kann, kommt man erst in einen Innenhof. In ihm befindet sich auch ein schöner überdachter Brunnen, der wohl der älteste in Herzegowina ist. Im Vorhof befindet sich auch ein Friedhof aus der osmanischen Zeit. Hier wird der Grabstein mit einem Turban verziert. Dietmar wagt sich für uns aufs Minarett. Es ist natürlich so eng hier, dass dir keiner entgegenkommen. Also ausrutschen ist hier nicht keine gute Idee. War so schmal. Oh, ich glaube, ich muss mal oben. Oh, da weht der Wind. Ja, da ging es ganz schön weit rauf. Und die Aussichtsplattform ist gerade mal ca. 50 cm breit. Also einmal rundherum. Also da oben muss man richtig schwindelfrei sein. Guck mal, wie weit es runtergeht. So, jetzt gehe ich wieder runter. Ja, da kriegst du ja gleich einen Drehwurm. Vom ersten Stock hat man da einen ganz tollen Ausblick in die Moschee. Das ist der Übungsturm, wenn die Springer hier anfangen zum Üben.
Nachdem 6 Jugendliche seit 1981 von Marienerscheinungen berichten, ist Medjugorje ein international bekannter römisch-katholischer Wallfahrtsort. Offiziell anerkannt wurde dieses Wunder bisher allerdings nicht. Seitdem salzige Wassertropfen auf dem Bein des Christus von Ajdic entdeckt wurden, hat das Pilgeraufkommen neue Dimensionen erreicht. Es kommen jährlich bis zu 1 Million Pilger hierher und Gottesdienste werden auf Großleinwänden übertragen. Bevor man dann am Gottesdienst teilnimmt, kann man hier in jeder x-beliebigen Sprache zum Beichten gehen. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. I remember the day when we started talking, we were